gibt's hier mal, pass auf, mit Ansage. Das ist der German Freestyle Battle Podcast. Wir reden nicht über Mord und Rotwein, sondern über Bier und Freestyle. Warum wir das machen, wissen wir selber nicht, aber hier ist es. Yo, moin moin zusammen, German Freestyle Battle Podcast. Heute mit einem kleinen Special. Wir haben nämlich einen Gast. Er ist 22 Jahre alt, aufgewachsen im Ruhrpott. Ein solides Abi dort beendet bei Duisburg in der Nähe und dann die Windsurfing Homebase Kiel aufgesucht, um dort Wirtschaftsinformatik zu studieren und natürlich noch mehr Wassertage zu bekommen. Von einem schüchternen jungen Teenager zu einem ehrgeizigen jungen Mann, der gerne auch mal mit dem ein oder anderen Bierchen für gute Stimmung sorgt und vor allem über die letzten Jahre zu einem der besten deutschen Freestyler geworden ist, der sogar mit seinem jetzigen Level unter anderem die Big Five mit Beholz, Eber, Genkel, Wiemer oder auch die guten alten Böckler im Wettkampf hinter sich lässt. Wir begrüßen ganz herzlich am heutigen Abend den One and Only Niklas Nebelung. Alles klar, moin zusammen. Vielen Dank für die lieben Worte. Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen. Du hast eigentlich schon alles vorweggenommen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ja, Niklas. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir merken, du bist schon so ein bisschen nervös, das ist völlig in Ordnung. Ist auch ein großer Podcast mit einer riesen Hörermenge. Möchtest du erstmal jemanden grüßen? Also um ein bisschen die Nervosität wegzunehmen, keine Ahnung, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Onkel, Tante. Ich würde ganz gerne meine Eltern grüßen, die auf jeden Fall zuhören werden. Vor allem meine Mama, die wird, glaube ich, den Podcast mehrfach anschmeißen. Ansonsten, ja, die guten Jungs, Janis, Loris, die heute leider nicht hier sein können. Aber wenn die mir die Daumen drücken jetzt, würde ich mich sehr freuen. Ach, davon können wir ausgehen. Bestimmt. Davon können wir ausgehen. Niklas, dann erzähl mal. Du bist natürlich einer der großen Gesichter mittlerweile des deutschen Windsurfens. Windsurfsports wollte ich zunächst sagen. Wie bist du überhaupt zum Windsurfen gekommen? Also ich habe da so ein paar Hintergrundinformationen. Also dein Vater sagte mir mal, du seist knapp einer Fußballkarriere entkommen, kann man fast sagen. Wie kamst du dann zum Windsurfen? Also primär bin ich durch meine Eltern zum Windsurfen gekommen. Mein Dad hat war eigentlich Windsurfer der ersten Stunde, hat früher Boards selber gebaut. Ja, so wurde mir das ganze Windsurfen mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Ich war eigentlich am Anfang primär Fußballer. Fußball und Tennis waren so meine Leidenschaften. Das habe ich auch mehrfach die Woche ausgeübt, beides. Mein Ziel war es immer, Fußballprofi zu werden. Ja, irgendwann hat mein Knie auf Wiedersehen gesagt, weil eben Fußball, Tennis relativ kniebelastende Sportarten sind. Wie alt warst du da, als du diese Knieverletzung bekommen hast? Da war ich 11, glaube ich. 11, 12. Ah, also noch recht früh. Genau, ziemlich früh. Da brach auch eine Welt für mich zusammen. Aber Niklas, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja? Ich glaube, du wärst auch kein guter Fußballprofi geworden. Also dafür bist du einfach... Du bist einfach Warum? Nicht dieser Klischee-Fußballer. Dafür bist du einfach irgendwie, hast du ein zu zartes und liebes Gemüt. Und da fehlen auch so ein paar Tattoos auch noch auf den Armen. Und von daher ist es die kommen noch. Die kommen noch. Nee. Stimmt, so Tonki-Style wahrscheinlich, ne? Machst du das wie Tonki? Nee, das hat Tattoos haben meine Eltern komplett verboten. Meine Eltern haben sich dann nach Alternativen umgeschaut. Haben unter anderem mir das Golfen versucht nahezu bringen. Zum Glück wurde ich kein Golfer. Du alter das Golfer. War nichts für mich. Ja, unter anderem haben sie mir das Golfen versucht nahezubringen. Wasserball, Tischtennis, ganz viele weitere Sachen. Aber irgendwie hat nichts mich catchen können. Und dann hat sich meine Mama irgendwann überreden lassen, mal nach Holland zu fahren. Mein Dad wollte mir dann das Windsurfen beibringen und ich habe mich aufs Brett gestellt, bin losgefahren und hatte direkt von Sekunde 1 an Spaß an der Sache und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und hat deine Mom dann im Endeffekt sich überreden lassen, boah, die bringt das jetzt ja voll Spaß, es ist ja eine neue Sportart, die dich wieder auch weiterbringt, hat sie sich dann überreden lassen, yo, du darfst Windsurfen. Genau, so kann man das sagen, ja, auf jeden Fall. Also meine
meine Mama, die hat sich vom Wassersport entfernt, weil sie das nicht mehr mitmachen wollte. Mein Dad war halt sehr, sehr motiviert, was Surfen anging. Ist immer nach Dänemark mit dem Wohnwagen gefahren, bei jedem Scheißwetter, bei Regen, bei Sturm. Und ja, für meine Mama war das ein bisschen zu viel dann, weil sie auch ein Kind bekommen hatte. Dich? Und nee, noch, ja, genau. Mein Bruder. Nee, mein Bruder nicht, nee. Wobei, doch auch. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann das gar nicht zeitlich alles einordnen. Aber das war auf jeden Fall alles so ein bisschen zu viel für sie. Und deswegen hatte sie das Windsurfen so ein bisschen an den Nagel gehangen. Aber zum Glück ist das Ganze aufgehoben worden. Und sie erlaubt mir jetzt, immer aufs Wasser zu gehen, weil ich will. Und ja, ist perfekt jetzt. Und sie hat das dann auch alles immer super stark unterstützt. Zum Teil sind wir nach der Schule nach Holland gefahren. Also ich bin in Duisburg aufgewachsen und wer die Ecke kennt, wer das ganz gut einordnen kann, da brauchst du schon eine Weile bis zum Wasser. Und da sind wir zum Teil nach der Schule 1,5 Stunden nach Holland gedüst für zweimal hin und her gleiten. Ach du Heilige. Und ja, also meine Mama war da echt unfassbar. Und mein Dad genauso. Und Da auch so ein bisschen die Angst, dass du das, also ich kann mich daran erinnern, dass ich mich einmal mit deiner Mutter unterhalten hatte, wo es darum ging, ob du nach dem Abitur nochmal so eine Art Gap hier machen sollst, darfst, willst, wie auch immer man das jetzt aus welcher Sichtweise das sehen möchte. Und du warst damals, glaube ich, sehr dafür. Ich hatte mich auch, glaube ich, dazu positiv ausgesprochen. Deine Mutter allerdings sah die Sache sehr, sehr skeptisch. Letzten Endes, muss man ja sagen, hatte sie sich auch durchgesetzt. Ja. Glaubst du, dass diese Angst dann doch irgendwo berechtigt war? Also, dass du vielleicht so auch das ein oder andere Jahr weiter hinten dran gehangen hättest, um dich dann auch noch mehr auf den Sport zu konzentrieren? Ja, auf jeden Fall. Die Angst war berechtigt. Meine Eltern sind sehr bildungsnah aufgewachsen und legen sehr viel Wert darauf, dass wir eine vernünftige Ausbildung bekommen. Und sie hat da eben Schiss, dass wenn ich erstmal am süßen Leben geschnuppert habe nach der Schule, dass ich da dann irgendwie weiter hängen bleibe und vielleicht mich gar nicht mehr auf ein Studium konzentrieren kann. Deswegen gab es da keine Chance, irgendwie ein Gap Year zu machen. Und letztlich bin ich auch froh drüber, weil dadurch, dass ich kein Gap Year hatte, konnte ich schneller nach Kiel und Kiel ist einfach der Oberhammer zum Windsurfen. Und meine Mama hat. Was hat denn so die Stadt Kiel noch so aus dir gemacht? Also wenn man jetzt überlegt, also ich kann mich noch erinnern. Wie lange bist du jetzt schon in Kiel, by the way? Wie lange bist du da? 3 Jahre wohne ich jetzt schon in Kiel. Okay. Und direkt mit dem Studium auch angefangen, oder? Genau, direkt im Herbst dann angefangen, nach dem Abi. Und dann versucht natürlich das Windsurfen so gut wie möglich mit dem Studium zu vereinbaren. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und da geht es schon gut zur Sache. Und wenn man da nur studieren würde, würde man nicht mehr aufs Wasser kommen oder nicht mehr so häufig aufs Wasser kommen, wie ich es bräuchte. Sodass ich dann gesagt habe, komm, lässt du die eine oder andere Vorlesung mal sausen, verschieben. Und jetzt bin ich in den letzten Jahren doch genug aufs Wasser gekommen. Gut, Niklas, ja, kein Fußball geworden, jetzt bist du Windsurfer. Seit 3 Jahren bist du in Kiel unterwegs, hast dich von innerhalb den 3 Jahren sowas von gesteigert, was dein Können angeht. Ich glaube, ich kenne wenige Leute, die innerhalb 3 Jahren so schnell gut geworden sind. Vor allem dann auch so gut, dass sie eigentlich meines Erachtens auch Europa und weltweit ganz gut mitmischen könnten. Du hast dich ja dann doch eher auf den deutschen Raum bezogen und wie stehst du denn dazu? Ja, internationale Competitions reizen mich auch, nur wollte ich erstmal in Deutschland Fuß fassen, was den deutschen Wettkampf angeht
Und das ist mir auch ganz gut gelungen, zumindest 2018, 2019 nicht ganz so gut. Da hat der Valentin, der liebe Valentin, mir den schönen Meistertitel weggeschnappt. Aber ja, Aber also ist in nicht. Zukunft Du bist doch jetzt, wie vieler bist du denn geworden jetzt dann? 16. 16. Aber dann haben ja Solider 15 16. Leute, dann 15 Leute vor dir auch noch den Meistertitel weggeschnappt. Genau, stimmt, hast auch recht. Ja, genau. Naja, aber dafür hast du auch dieses Jahr an zwei PWA-Wettkämpfen sogar teilgenommen. Fuerte und Sylt warst du auch, oder? Genau, Fuerte Sylt, bei beiden Events einen 17. Platz geholt. Ja, für den Anfang nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall ein guter Start schon mal in das internationale Parkett. In den nächsten Jahren wird auf jeden Fall mehr international angegriffen. Das ist so das Ziel. Mal schauen, was mich da so erwarten Was wird. hältst du von der, also jetzt abgesehen von der PWA, was wärst du auch mal bereit, bei der IFPT mitzufahren? Weil IFPT ist ja eigentlich so der Next Step zum German Freestyle Battle, würde ich mal so sagen. Es ist eigentlich, kannst dich anmelden, gehst hin und surfst mit und ja, bist dann auf Europaebene schon gelistet. Genau, ja, IFPT wäre eigentlich der nächstlogische Schritt, nur ist das Problem, dass ich ja parallel zum Windsurfen auch sehr viel studiere. Und ja, die Events der IFPT, die finden immer parallel zu meinen Studienaktivitäten statt, sodass das für mich nicht möglich ist, das beides auszuüben, also Windsurfen und IFPT. Deswegen habe ich mich eher auf die PWA-Events konzentriert. Und aber ja, prinzipiell hätte ich schon Bock, bei der IFPT mitzufahren, nur kriege ich das zeitlich leider nicht hin. Mein Terminplan ist Aber immer recht voll. ich kann mich noch daran erinnern, Sylt PWA war auch gleichzeitig zu deinem Studium. Ja, das stimmt. Ja, da habe ich aber eine Wildcard bekommen und dann hatte ich extrem Bock. Und ja, dann habe ich das alles irgendwie hinbekommen. Also ich bin von Sylt nach Hause gefahren und am nächsten Tag hatte ich eine Prüfung. Das war alles recht sketchy, aber ja, zum Glück hat alles funktioniert. Hab die Prüfung auch bestanden. Oh, Recht sehr knapp, gut, Mathe. Glückwunsch. Also Mathe ist immer ein Krampf, aber die Prüfung war ein ganz besonders großer Krampf. Aber es hat irgendwie funktioniert. Okay. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist, also was du sagst jetzt gerade, du wolltest den Fokus mehr auf die PWA legen, ist ja auch eine, ja, sozusagen die Weltbühne. Aber würdest du sagen, dass die PWA in ihren Rankings repräsentativ beziehungsweise aussagekräftig ist? Ich meine, wir haben halt zwei Events, Fuerte und Sylt. Du bist beide Events mitgefahren, bist, glaube ich, in den Jahren vorher auch schon mal auf Fuerte schon mal mitgefahren. Ich meine, wenn es schlecht läuft, hat man zwei schlechte 7 Minuten oder halt ein sehr schwieriges Los. Du hattest, glaube ich, jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, auch Steven van Brockhoven als Gegner, der dann ja auch jetzt das Event dann ja auch auf Fuerte gewonnen hat. Wie aussagekräftig ist das für dich oder was denkst du über die PWA grundsätzlich? Niklas, ich habe dich Niklas. gemeint. Oh nee, ist er schon wieder weg? Er ist noch drin. Jetzt bin ich wieder da. Jo. Oh, ja, Niklas. komisch. ja, wirklich repräsentativ ist das Ganze nicht mal in meinen Augen, weil es eben zu wenig Events hat und zu wenig variable Bedingungen generell hat. Fuerteventura ist ein relativ choppiges Revier. Sylt, ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das ist brutaler Chop, brutale Welle. Und Freestyle fährt man ja normalerweise im flachen Wasser. Und deswegen, also die PWA-Events spiegeln jetzt nicht wirklich eine faire Rangliste wider. Ich werde, also zum Beispiel sind die Events jetzt auch nicht für mich wirklich gut ausgelegt. Also die Spots liegen mir alle nicht so wirklich, weil ich bin eher so der Flachwassertyp. Und da kann ich sehr gut performen, kann die meisten schon ganz gut ärgern, glaube ich. Aber ja, auf Fuerte, auf Sylt kann ich natürlich dann wenig meine Vorteile ausspielen. Deswegen wirklich repräsentativ würde ich sagen, ist die Rangliste der PWA nicht. Aber ja, Also, man kann mir auch. was findest du denn noch so grundsätzlich bei der PWA? Was sollte sich da verbessern? Oder was könnte die PWA denn von den German Freestyle Battles lernen? Ja, eigentlich eine ganze Menge. Die German Freestyle Battles, die funktionieren schon extrem gut, würde ich sagen. Das Judging-System müsste noch so ein bisschen überarbeitet werden. Beim
bei der PWA, DFB. Ne? Nee, geht beim DFB auch, aber bei der PWA sowieso. Da gibt es so kuriose Entscheidungen. Also wirklich, es ist so lächerlich zum Teil, was sie da. Also ich hatte jetzt schon einige Fälle, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und dachte, Gott, was ist das für ein unprofessioneller Haufen? ja, anders kann man es leider nicht sagen. Aber ja, das hat sich jetzt so ein bisschen auch schon gebessert bei der PWA. Ich darf jetzt hier auch nicht so ganz doll ins Detail gehen, weil das könnte dann Ärger geben für mich. Nee, musst du auch nicht. Aber ja, generell PWA deutliches Verbesserungspotenzial, vor allen Dingen was das Judging angeht. Da wurden Moves zum Teil vergessen zu werten. Also das passiert uns ja zum Glück nie beim GFB. Nee, absolut nicht. Nee, also das kann nicht sein, wenn da 10 professionelle Judges sitzen, die den ganzen Tag da die Leute beobachten, wo jeder Judge mindestens, wo 2 Judges mindestens maximal eine Person beobachten, dass da dann irgendwie Moves nicht gesehen werden, das kann eigentlich nicht sein. Und dadurch hab ich zum Beispiel auch schon einen Heat verloren, einen relativ entscheidenden. Und ja, klar, man kann sich dann da beschweren, aber als, ich sag mal, kleiner Fahrer, also als Fahrer, der jetzt nicht einen großen Namen hat, ist es da halt auch schwierig, da irgendwie sich mit denen, mit denen da zu diskutieren. Da redet man in der Regel gegen eine Wand, muss man leider so sagen. Niklas, um nochmal einmal kurz zurückzukommen auf deine Windsurf-Karriere, wie die auch gestartet hat. Wir haben mal gehört, du warst sogar auch damals im Yangang Camp. Das waren ja damals so eigentlich das Beste und ich glaube, ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch gibt, aber das Yangang Camp war ja das Nachwuchscamp, was für Freestyler zur Verfügung stand, um mit weltbesten Freestyle-Windsurfern, ich glaube, über eine Woche lang zu trainieren. Und da warst du anscheinend auch am Start, ne? Genau, da war ich auch am Start und das hat eigentlich so ein bisschen den Weg zum Freestyle geebnet. Als kleiner Stöppel, ich glaube, ich war da, 10, 11 Jahre alt oder 12, ich weiß nicht mehr genau. Mit 11 hattest du deine Knieverletzung, hast du vorhin gesagt. Genau, deswegen war ich da wahrscheinlich zum ersten Mal mit 12. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so relevant. Nee. Kam da an und habe dann den weltbesten Freestyler zuschauen können. Unter anderem war Steven van Broekhoven da, frisch gebackener Weltmeister. Joop Schmidt war auch da und ja, wenn du die da rumtanzen siehst auf dem Wasser, da bist du schon geflasht. Und dann habe ich mir ein Board von meinen Eltern gewünscht und habe dann eins bekommen. Habe dann in den Folgejahren beim Yangang Camp immer fleißig trainiert. Wie oft warst du im Yangang Camp dann? Ich glaube, 4-mal war ich da. Ach krass. 4-mal. Cool. Ja. Weil man sagt ja auch dann, heutzutage, es sind ja auch viele aus dem Yangang Camp hervorgekommen, die heutzutage recht gute Freestyle-Windsurfer geworden sind. Da zählen zum Beispiel so Leuk Spicher, Marco Lufen, Julian Wiemer, aber auch Mikey Wiczorek. Und der war auch da. Genau, der war auch da. Und meine Wenigkeit war auch 2-mal am Start. Und dann, dass du jetzt auch da warst, wusste ich gar nicht so richtig, aber. Ist natürlich ein geiles Ding, dass so ein Camp dann auch Erfolge hat, um junge Fahrer irgendwie zu helfen, vielleicht auch eine kleine Karriere zu starten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Yangang Camp war schon echt der Wahnsinn. Also es gibt nichts Vergleichbares, würde ich sagen. Leider hat das Ganze enden müssen, weil da der Hauptorganisator leider verstorben ist an Krebs. Sehr, sehr traurig. Sonst wäre ich da wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger hingeflogen nach Rodos zum Yangang Camp. Und welche Trainer haben dich so am meisten inspiriert? Weil wenn du jetzt 4-mal da warst, waren ja wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Trainer am Start, oder? Genau, es waren eigentlich ein paar neue Trainer gab es immer, aber hauptsächlich war eigentlich Thilo Eber mein,
mein Trainer. Tilo Grüße Eber. Gehen raus, falls er das deutsche hier hört. Legende. Deutsche Legende, absolut. Ich hoffe, dass er sich von seinem Kreuzbandriss gut erholt hat und dass wir ihn dann bald bei den nächsten Zu Battles gut, sehen Niklas, werden. Ich kann dich schon mal vorwarnen. Der Zu gut. Schon wieder, ei, ja, ei, ei. Der ist schon wieder fit. Der hat, glaube ich, zwei Minuten gebraucht, dann war er wieder am Start. Tilo ist eine Maschine. Da freue ich mich besonders drauf, mit ihm so ein paar Hits zu fahren. Würdest du ihn so als Idol auch von dir sehen? Oder wärst du so, oder wärst du Idol für dich? Oder kann man überhaupt sagen, du hast ein Idol? Tilo okay. ist schon mein Idol. Doch. Ich, sein auch Style mit seiner ist Art zu unfassbar trinken. Geil. Mit seiner Art zu trinken? nee, das eher nicht. ich trinke ja keinen Alkohol. Ne? Ah, okay. ja, Tilo Eber, doch. Absolut mein Idol. Als ich ihn das erste Mal beim Jungern Camp gesehen habe, war ich extrem zittrig. Konnte nicht glauben, dass ich jetzt von Tilo Eber trainiert werde. Und das war einfach obergeil, da eine Woche mit ihm im Prasunissi auf Rhodos zu surfen. Und Steven war auch da, aber Steven hat mich gar nicht so interessiert. Tilo Eber war viel interessanter. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, Niklas, dass wir uns ja tatsächlich auch auf Prasunisi kennengelernt haben. Ich glaube, das war dann im zweiten Jahr im Yangangs-Camp. Genau, stimmt. Ich kann mich auch noch, also ich muss sagen, du warst damals ein sehr schüchterner, zurückhaltender kleiner Junge, kann man sagen. Der sich jetzt aber auch in Kiel ganz schön entwickelt hat, was? Um das mal so auszudrücken. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Ist die andere Perspektive. Aber was würdest du sagen, hat dich so, also was hast du so mitgenommen von diesen ganzen Coachings? Also klar, man bekommt so rein Freestyle-mäßig viele Ratschläge und Tipps, gerade auch von so Leuten, die sehr gut in der Freestyle-Szene unterwegs sind, aber was hast du noch so mitgenommen? Auch so vielleicht so zwischenmenschliche Sachen oder irgendwie, man hat ja schon seine ersten Competitions in Anführungsstrichen, wobei ich mich daran erinnern kann, dass du jetzt im zweiten Jahr keine wirkliche Konkurrenz gehabt hattest und dein Bruder Lukas auch nicht. Aber trotzdem, also man nimmt ja wahrscheinlich noch mehr mit als jetzt irgendwie ein paar Windsurf-Moves im Repertoire. Genau. Zum einen sammelt man natürlich Wettkampferfahrung. Es gab halt beim Young Gun Camp immer am letzten Tag einen Wettkampf und da habe ich dann jedes Jahr natürlich habe ich da teilgenommen und man sammelt da Erfahrungen, aber auch, man wird auch generell erwachsener, weil man eben da alleine ist. Also wir waren da immer ohne unsere Eltern. Und man knüpft natürlich super viele Freundschaften. Unter anderem habe ich dich ja kennengelernt. Oder auch viele andere Leute. Also Fivos bringt jetzt nichts hier. War auch zum ja, Beispiel Fivos zum Beispiel, genau. Genau, Fivos, der jetzt auch hier in Kiel wohnt, mit dem ich auch recht viel surfen bin. Wenn er sich mal überwinden kann, bei kaltem Wetter aufs Wasser zu gehen. Aber heute war er tatsächlich draußen. Da hat er sich überwunden, bei 5 Grad. Also klar, Freundschaften schließt man, Wettkampferfahrungen macht man. Aber das Wichtigste oder das Beste war eigentlich, Tilo Eber kennenlernen zu dürfen, weil von Tilo habe ich super viel lernen können und in Kiel, er war halt schon in Kiel, damals war ich halt noch in Duisburg, damals hat er mir dann halt Kiel von Kiel geschwärmt und hat mich so ein bisschen auch nach Kiel geholt, muss man sagen. Und tatsächlich sitze ich gerade auf meinem Bett in der alten Wohnung von Tilo Eber, also er hat mir auch seine Wohnung weiter vererbt. Er ist wenn dann, das keine Ehre ist, also wenn das keine Riesenehre ist, in der Wohnung seines Idols zu wohnen. Ja, mehr geht nicht. Ich sag's, mehr geht nicht. Und man stellt sich vor, du hättest jetzt noch, also jetzt mal zwar ein bisschen dazwischen zu grätschen, du hast jetzt ja auch einen neuen Vertrag, glaube ich, unterschrieben, wenn man das so sagen kann, hast jetzt ja ein neues Setup unter deinen Füßen, aber wäre es für dich nicht fast besser, altes Material von Tilo Eber zu fahren? vielleicht. Nee, Dewtown Fanatic Iron ist auch ganz geil. Aber altes Zeug von Tilo Eber ja, mit seiner stimmt, Segelnummer drin. Ich glaube, da liegt bestimmt noch was in der Garage rum. Nee, das hat er leider alles mitgenommen, muss man sagen. Das
Sehr cool. Ja, Niklas, du und in Kiel, du schwärmst ja immer von Kiel und möchtest irgendwie auch alle nach Kiel ziehen. Was macht dich denn in dieser Stadt irgendwie so an? Weil irgendwie, ich kenne niemanden wie dich, der so schwärmt von Kiel. Ja, man könnte mich auch als Werbebeauftragter der Stadt Kiel ansehen. Kiel-Markenbotschafter, genau. Sozusagen. Nee, also Kiel ist einfach der Oberhammer für jeden Windsurfer. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, nach Kiel zu gehen, weil man eben ja am Meer wohnt. Man kann jederzeit aufs Wasser gehen, wenige Autominuten entfernt kriegt man einen Spot für jede Windrichtung. Es ist einfach der Oberhammer. Die Community, die ganze Windsurf-Community Deutschlands ist eigentlich auch in Kiel, muss man sagen. Das betrifft nicht nur Freestyle, das betrifft auch Wave. Ich meine, Leon Jamer ist hier, Lina Erbstein ist hier, Max Dröge und wie sie alle heißen. Und Freestyle, die Freestyle-Community ist riesig. Man geht auch nicht nur zusammen surfen, man trifft sich abends, trinkt ein Bierchen. Also ich dachte, ich jetzt du trinkst nicht. Alkohol. Ich nicht. nee, natürlich, ab und an wird auch mal ein Bierchen verhaftet, aber... Du nur alkoholfrei. Nur alkoholfrei, genau, Radler. Ja, das macht es halt so besonders, dass eben hier alle sind und dass hier ein extrem starker Zusammenhalt herrscht. Und ich hoffe, dass diese Community noch vergrößert wird, dass Valentin eventuell auch bald nach Kiel zieht. Jojo, die Planungen laufen schon. Die Planungen laufen schon, sehr gut. Das freut mich zu hören. Aber dein Bruder konntest du zum Beispiel auch jetzt für Kiel gewinnen. Also vielleicht für die Leute, die ihn ja noch nicht kennen. Niklas hat noch einen kleinen Bruder, der, glaube ich, so ein bisschen in seines großen Bruders Fußstapfen treten möchte, an die deutsche Freestyle-Spitze zu kommen. Hat, glaube ich, in den letzten Jahren noch große Schritte gemacht. Lukas Nebelung, liebe Grüße auch an dich. Ja, liebe Grüße. Ihn konntest du natürlich auch von Kiel begeistern. Es war wahrscheinlich aber auch nicht so schwer, oder? Nee, das war absolut nicht schwer. Der hat von Sekunde 1 an, von Kiel geträumt. Hat dafür gebrannt. Er war halt ab und an zu Besuch und hat sich direkt von Sekunde 1 an super wohl gefühlt. Und ja, er wird vielleicht in meine Fußstapfen treten. Ich hoffe, nicht so schnell. Er ist verdammt gut geworden über die letzten Monate. Also der Junge ist krass für sein Alter. Springt jetzt auch schon alle Double Palm Moves. Ja, vielleicht eine Frage der Zeit, bis er mich eingeholt hat. Bis die Familienrangordnung wieder neu, neu aufgelistet ist. Ja, muss auch sagen, Lukas Nebelung, 2019er Rangliste auf dem 2. Platz. Auch ganz genau. Gut. Genau, deutlich vor mir. Ja, bin ich auch vor Niklas Valentin, weißt du das zufällig? Nee, ich glaube, wahrscheinlich du auch, ne? Bist nicht vor ihm, nee. Oh, Glück gehabt. Ja, Mensch. Ja, Niklas, letztes Jahr war auch, hatten wir auch die ein oder andere Festival-Einladung und da waren wir auch mal auf dem About You Pangea Festival und da hatten wir auch ein ganz cooles Toe-In-Event. Und man muss dazu sagen, wir beide hatten es ja leider nicht so einfach, überhaupt die Toe-In-Qualifikation zu überstehen. Ich habe es sogar nicht geschafft, überhaupt ins Finale zu kommen. Und bei dir war das ja anscheinend ein ganz knappes Ding. Erzähl doch nochmal, wie da die Situation war und wie du allgemein auch das Pangea-Festival fandest, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Underground, aber irgendwie über die letzten Jahre auch wieder recht groß geworden. Ja, war ein super, super knappes Ding, die Tau-In-Qualification fürs Finale. Du hast es knapp nicht geschafft. Du warst, glaube ich, ein Platz hinter mir und ich glaube, du warst Sechster und die Top 5 sind weitergekommen. Irgendwie ich war Fünfter irgendwie. Ja. Das war auf jeden Fall super knapp. In dem Moment habe ich mich richtig gefreut. Es tat natürlich leid es tat mir leid für dich, aber ja, am Ende habe ich das Ding dann gewonnen. Also und sogar das Finale dann, ja, genau. Genau, das Finale habe ich sogar gewonnen dann. Ja, war ein hammergeiles Event, Pangea. Ja, es ist nicht nur der Windsurf-Kram, der da geil ist, sondern auch das Ganze drumherum. Es gibt da zig Workshops, die man machen kann. Jeden Abend ist eine dicke Party. Und die Freestyle-Crew, die ist einfach der Oberhammer. Da hat man immer ganz viel Spaß. Und
Ja, hoffentlich dieses Jahr wieder. Ja, mal schauen. Wir hoffen es. Ja, Aber ich würde und jetzt mal ganz gerne auch nochmal, ich war ja bei dieser ganzen du warst Tau-In-Qualification-Geschichte, war ich Stimmt, du Judge. warst Judge. Ja, ich Ja. durfte mir das von ganz oben anschauen und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dein letzter Run der entscheidende war, Niklas. Also ich glaube, du warst sogar der letzte Fahrer, der dran war. Bin mir aber gerade auch nicht ganz sicher. Valentin hatte seinen letzten Sprung auf jeden Fall schon und war vor dir. Das heißt, du hattest schon enormen Druck. Und wie Ja, gehst du mit so okay. Drucksituationen um? Also, wie ist das, wenn die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, jetzt muss es passen, sonst bist du raus? Also Druck löst bei mir nur positive Dinge aus, irgendwie. Ist bei mir auch beim Lernen oder in der Uni so. Wenn Druck da ist, dann fange ich eigentlich auch erst an, was zu machen. Und so ist es im Freestyle Windsurfen, im Wettkampf eigentlich auch. Wenn es um nichts geht, dann bin ich irgendwie so, boah, schön hier zu sein, ein bisschen Spaß haben, mehr auch nicht. Aber wenn dann der Druck richtig greift, dann irgendwie sagt mein Kopf, komm, jetzt musst du performen und dann klappt es meistens auch. Also ich würde mich schon als Wettkampffahrer bezeichnen. Und ja, wie du schon angesprochen hast, war das ein super, super knappes Ding. Ich hatte meinen letzten Sprung noch und Valentin war vor mir. Und Valentin hatte alle seine Sprünge gemacht. Und ich weiß nicht, was ich da gemacht hatte. Ich glaube, irgendwie ein Airfunnel oder sowas. Und bin dann irgendwie mit einem Punkt knapp vor Valentin ja, dann ins Finale reingekommen. Hast du den letzten Finalplatz gesichert? Und Genau, da meinen im letzten Finale hatten wir doch eine Finalplatz. ähnliche Situation. Also ich kann mich erinnern, du Ja, warst, genau. weiß ich nicht, glaube ich, Viertplatzierter oder sogar, weiß ich nicht, auf jeden Fall relativ weit hinten im Feld und hattest dann noch zwei Runs und hast dann auf einmal die beiden Moves des Tages da rausgezimmert, womit einfach niemand mehr gerechnet hat. Woher kommt Ja, das? Also das sind bei ja. dir, habe ich das Gefühl, gerade beim Tauen, auch beim Surf-Festival, dein letzter Run, der zieht es immer raus. Warum nicht gleich so? Tja, ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich würd's auch gerne sofort alles in trockenen Tüchern haben, aber irgendwie klappt das nie. Ich zittere auch immer bis zum letzten Move, bis zur letzten Sekunde. Ja, das Mentale ist bei dir auch in den normalen Wettkämpfen, nicht nur im Tourin, ja, die letzten Jahre auch ein bisschen gestiegen, ne? Also bei den Battles irgendwie vor 3 Jahren, keine Ahnung, warst du noch unter den Top 10 und jetzt bist du eigentlich dauerhaft unter den Top 2 am Start. Das ist ja auch schon auch eine, ja, die Situation, die Drucksituation, die mentale Konzentration bei den Events ist ja irgendwie auch ja, recht wichtig auch geworden über die letzten Jahre auch, oder? Oder was, wie denkst Genau. du? Also es ist ja nicht nur jetzt bei den German Freestyle Battle Competitions so, sondern bei fast allen Sportarten. Genau, ja, absolut. Das Level bei den Battles ist enorm hoch. Da kann jeder jeden schlagen, so ist es einfach. Und der so ein bisschen Niklas, mental jetzt vielleicht übertreib stärker nicht. ist, ne, ist es so, Ich kann dich klar. nicht schlagen. Ja, okay. Mit dem Foil. Ja, gut. Da bin Nee, ich auf also jeden Fall die. um Welten besser. Das Und nee, stimmt, ich jetzt war fängt noch nie Niklas auch an foil. zu foilen und kann das wahrscheinlich in 2 Tagen besser als wir Wahrscheinlich. alle. Oh Quatsch. nein. Nee. Nee, wie gesagt, das Level ist super knapp, was die Top 5, Top 6 angeht. Da kann jeder jeden schlagen. Nur gibt es wenig gute Wettkampffahrer, glaube ich, bei uns. Also Valentin ist extrem stark, würde ich sagen. Ein Jannis, ein Anton, ja, die haben immer mal so ein paar Böcke mit drin. Und das hat eigentlich auch den Unterschied gemacht in den letzten Events, muss man sagen. Es war immer super, super knapp, dass der Eindruck täuscht, würde ich sagen. Okay. Aber man kann ja schon sagen, dass deine Ausgangssituation sich ja auch jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Wir haben ja gesagt, oder Valentin hat gerade ja schon so die Big Five angesprochen. Ein Beholz, der jahrelang vorne mit dabei war, Genkel, Eber, Valentin selber, auch Julian Wiemer oder Marco Lufen, wenn die mal es zum Battle geschafft haben. Da warst du ja immer so der Underdog. Und jetzt kann man ja fast schon sagen, du bist im Prinzip in jedem Heat so der Favorit. Denkst du über sowas überhaupt nach oder ziehst du da einfach dein Ding durch? Nee, über sowas denke ich nicht nach. Ich mache einfach mein Ding, gucke, wo ich dann lande und
Also ich mache mir da jetzt nicht die Gedanken darüber, ob ich jetzt der Favorit in einem Heat bin. Das ist ja auch völlig Wumpe eigentlich. Hauptsache, man macht da seine Moves, steht die irgendwie und ja, hofft, dass der andere vielleicht einen mehr crasht als man selbst. Und nee. Also ob ich jetzt die Nummer 1 in Deutschland bin, keine Ahnung. Es Ist das hängt denn dein immer von Ziel den. nächstes Jahr? Möchtest du dir Ja, den deutschen klar. Meistertitel wiederholen? Klar, auf jeden Fall. Das muss sein. ja, ist schon das Ziel auf jeden Fall. Und man kann auch nicht klar sagen, wer jetzt die Nummer 1 ist generell, weil es, also jeder Fahrer hat so sein Spezialgebiet. Valentin ist sehr stark bei Leichtwind. Thilo ist bei allen Bedingungen gut. Genkel ist bei wenig Wind und Schopp extrem stark. Matthias meinte ich, sorry. Julian Matsuji ist. kannst du ihn auch nennen. Matze G, okay, Entschuldigung. Jay Weimer ist auch bei allem gut. Wenn es ein bisschen choppiger ist, ist er auch immer gefährlich. Und ich habe so meinen stärksten Bereich halt bei Flachwasser und viel Wind. Und zum Glück hat es bei den letzten Events immer recht gute Bedingungen für mich gegeben, sodass ich da immer so einen kleinen Vorteil hatte, auf jeden Fall. Niklas, du bist jetzt ja auch vor allem bei Instagram, Facebook oder auch ja, im Social Media Bereich jetzt gerade ziemlich aktiv geworden, auch in den letzten Jahren. Hängt das damit zusammen, dass dir das auch irgendwie Spaß macht oder also dass dich Social Media auch richtig interessiert, oder ist es für dich einfach auch so ein bisschen so eine Plattform, dich zu zeigen, dich zu repräsentieren, um natürlich auch dann ja, Sponsoren zu gewinnen und ja, also wie stehst du zu Social Media, especially Instagram? Ja, es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, würde ich sagen. Aber es muss halt gemacht werden. Heutzutage ist es unabdingbar, ja, Instagram nicht zu nutzen. Quatsch, unabdingbar Instagram zu nutzen, weil ja, es ist eine Plattform, um sich zu zeigen. Ja, es muss halt gemacht werden. Spaß macht es mir jetzt nicht so dolle, aber es ist jetzt auch nichts wirklich Schlimmes, würde ich Also sagen. sagen wir es mal so, wenn du jetzt Fußballprofi geworden wärst, dann hättest du keinen Instagram-Account. Absolut. Genauso Alles sieht's klar. aus. Niklas, Danach wie war machen das so damals? Du warst nicht so auf, du warst eher so Just for Fun Surfer, hast ein bisschen Material da vergünstigt bekommen von Starboard Severn war das damals, glaube ich. Und Genau. dann diesen berühmten Promotion-Deal, den Janis ja auch letzte Woche schon angesprochen hatte. Du warst so einer, oder? Ich auch. Ich hatte Ja. den mit Tabu, aber du hattest ihn auch mit Starboard Severn, oder? Ich hatte einen besonders guten Promotion-Deal, den besten, den man haben konnte. Meinen zumindest Star Wars zu hören. 1600 Euro plus Steuern. Ja, kann mich nicht mehr daran erinnern. Es war auf jeden Fall pervers viel Geld für so ein Board. Ja, damit ging das Ganze los. Und dann, ja, mich hat. Ja, ich hatte nie so die Hoffnung, dass man da wirklich dann auch mal Material ja, for free kriegt oder sowas. Und das Ganze hat dann Valentin vorangebracht, kann man sagen. Valentin hat sich darum gekümmert, dass ich da besseren Support erhalte. Also großes Dankeschön geht an Valentin raus, auf alle Fälle. Bitte. Ohne ihn wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin, auf jeden Fall. Und ja, dann hat das Ganze Fahrt aufgenommen. Und ja, jetzt bin ich ganz gut gesponsert, auf alle Fälle. Also würdest du auch sagen, für junge Nachwuchsfahrer sollen die sich auch an Marken ranmachen und nachfragen wegen so einem Support-Deal? Oder ist es eher, würdest du auch eher sagen, ey Leute, kauft euch lieber Gebrauchtmaterial von der Saison und geht damit rippen und versucht erstmal gut zu werden? Janis Ja, würde jetzt auf jeden Fall sagen, geht auf letzteres. diesen Deal. Sonst kriegt ja keine gebrauchten Winzer vor uns, der gute Janis, Stimmt, sorry. ja. Nee, also auf gar keinen Fall würde ich da auf die Marken hören irgendwie. Also ich würde immer gebrauchten Kram kaufen. Damit kommt man viel günstiger weg. Und meistens ist es auch so, dass die Marken jammern, wenn man dann da mal vielleicht ein Board weich getreten hat, was leider viel zu schnell heutzutage geht, muss man leider sagen. Da habe ich schlechte Erfahrungen mit einer Firma zumindest gemacht. Da hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 Boards im Jahr von der Marke.
Und ja, da, das, wenn die dann da rumjammern, dann hast du nur Ärger, bezahlst einen Haufen Geld. Also lieber irgendwie Gebrauch, auf den Gebrauchtmarkt gucken. Daily Dose kann ich sehr empfehlen. Günstig Material schießen und Spaß haben, ungebunden sein vor allen Dingen. Man kann machen, was man möchte damit dann. Ja. Braucht nichts irgendwie auf Instagram rumposten oder auf Facebook oder so. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Was ist denn so dein Favorite Spot so hier in Norddeutschland? Favorite Spot? Freestyle oder Wave? Naja, Freestyle sind Freestyle. wir, Okay, ja. Freestyle. Büsum würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist schon was ganz Besonderes, da zu surfen. Wer es nicht kennt, es ist in Priel mitten in der Nordsee. Nee, Da Niklas, wollen wir auch nicht weiter da drauf wollen wir nicht eingehen, weiter oder? drauf eingehen. Das ist Entschuldigung. Secret Spot. Ach so, okay. Und wo ist so dein Lieblingsspot weltweit? Also wo treibst du dich hin, wenn du mal Ferien oder Semesterferien hast, wenn du dann mal auch ein paar Wochen Zeit hast, um wegzufliegen? Fuerteventura, würde ich sagen. Weil es die größte Variabilität an Bedingungen hat. Es ist gezeitenabhängig dort. Und dadurch hat man mal Flachwasser, mal ein bisschen Welle. Und Fuerte hat immer extrem viel Wind. Ich bin immer im Sommer dort für mehrere Wochen. Und ja, darauf freue ich mich dieses Jahr auch riesig drauf. Aber wirst du wieder 6 Wochen nach Fuerte gehen oder wie sind deine jetzigen Pläne? 6 Wochen werde ich leider nicht ganz schaffen. Ich glaube, 4 Wochen werden es sein und dann werde ich noch Gran Canaria ansetzen. Das ist so der Plan, weil ich in der Welt noch ein bisschen besser werden möchte, weil mein Ziel ist es auch für die kommende Saison, die deutsche Wave-Tour mitzufahren. Und ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, du warst schon dreimal in Hanstholm und jetzt bist du ja eigentlich schon Profi. Mehr musst du ja eigentlich nicht mehr trainieren. Nee, nee. Ja, das hat Also, das ein bisschen verfälscht dargestellt. Ziemlich stark gelogen war das Ganze. Ich war gestern auf Römm in der Welle und ich habe nur auf den Sack bekommen. Da ging gar nichts zusammen. Nur gewaschen worden. Es war eine Vollkatastrophe. Also, okay. ich bin wirklich echt nicht gut in der Welle. Ja, Mensch. Und wie siehst du Windsurfen? Ist es für dich eher ein Spaß, wenn du aufs Wasser gehst? Oder ist es schon so Training, Training, Training? Beides, würde ich sagen. Also ich habe immer Spaß beim Windsurfen und Spaß beim Trainieren. Deswegen, also für mich ist es schon noch ein Hobby. Klar, man verdient damit jetzt auch schon Geld. Keine Frage, aber wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich keine Fortschritte mehr erzielen und dann ja, wäre ich auch nicht, könnte ich nicht mehr auf dem Level surfen, glaube ich. Okay. Nee, für mich ist es Spaß, purer Spaß. Geil. Ja, top. Und sieht man dich dann auch irgendwann mal, weil du immer gerade meintest, Wave möchtest du auch mitfahren? Foil ist noch nichts für dich, ne? Nee, voll. Das wird nicht gemacht. Nee. Okay. Also dieses Das ist Jahr, mir deine zu diesjährigen gefährlich. Ziele, okay, ist noch zu gefährlich. Dann hast du es noch nicht Noch zu richtig gefährlich. ausprobiert. Vielleicht, ja. Also deine Ziele für dieses Jahr sind was? Ja, deutscher Meister werden auf jeden Fall ist das Ziel. International vorne mitfahren können, so halbwegs. IFPT, Also PWA? PWA. Warum? IFPT geht nicht, weil ich das nicht mit meinen Semesterzeiten Aber die Termine stehen noch einklappen nicht, kann. deswegen es kann noch gehen. Ja, vielleicht, mal gucken. Vielleicht das ein oder andere Event werde ich schon mitnehmen, aber das Problem ist, IFPT hat auch so viele Events, da musst du, um eine gute Platzierung zu kriegen, musst du echt bei vielen Events mitfahren. Und die Zeit habe ich nicht so wirklich, deswegen. Apropos Zeit, wir nämlich auch nicht, oder? Valentin, hast du Ja, da wir gerade einen sind schon recht Überblick? weit, deswegen sollten wir Ja. jetzt schon. Dann würden wir, Niklas, du hast ja wahrscheinlich unsere letzten Podcasts waren, ja, weiß ich nicht, mit Herz und Blut verfolgt. Und wir hatten ja auch beim letzten Mal so eine kleine Fragerunde eingebastelt, die würden wir jetzt mit dir am Ende machen. Sprich, Okay. ich werde dich einfach so ein paar Fragen, werde dir ein paar Fragen stellen und ich möchte, dass du kurz und knapp, möglichst mit ein, zwei Worten, einem Satz antwortest. Kurz Viele und Fragen knackig. vom letzten Mal hatten wir Alright. jetzt schon durchgesprochen.
Von daher, weiß nicht, machen wir einfach mal so ein paar kurze Fragen. Niklas, dein Lieblings-Setup beim Windsurfen, unabhängig von der Marke, einfach mal so eine Boardgröße, Boardart, Segelgröße, Segelart. 90 Liter Board, 4-4 Segel, ja, spiegelglattes Wasser, gib ihm. Das ist so das Beste. Sehr schön. Was ist dein absoluter Lieblingsmove? Absoluter Lieblingsmove? Air Funnel Burner, würde ich sagen. Ist das und auch dann dein Signature-Move? Ja, schon. Air Funnel Burner, auf jeden Fall. Ja. Und ist das auch, was ist so der schwerste Move, den du in deinem Repertoire hast? Was ist so der Move, wo du sagen würdest, den Move kann ich, aber die wenigsten anderen? Double Air Funnel Burner, würde ich sagen. Double also das ist der schwierigste Move, den ich kann, den, glaube ich, wenig Leute können. Dann möchte ich den beim nächsten GFB im Finale sehen. Den habe ich aber auch noch nie gesehen. Du bist auch nie in Büsum, lieber Valentin. Valentin, wir kommen da mit der Foil. Ja, wir kommen da mal reingefoilt. Oh nee, hört mir auf, ey, Jungs. Nicht mit wem bist du denn am liebsten auf dem Wasser, Niklas? Mit meinen besten Kumpels und mit meinem Bruder auf jeden Fall. Mein Bruder pusht mich extrem und mit euch natürlich bin ich auch super gerne auf dem Wasser. Janis auch immer mega gerne, aber Janis ist leider nicht mehr so verlässlich. Doch, super cooler Junge, aber leider hat er mehr so das Wellenreiten gerade im Fokus. Janis, wenn du das hörst, bitte, bitte, bitte wechsel wieder zum Windsurfen. Ich fliege dich an. Das waren immer so die geilsten. Ja, gut, dass es gerade so abgehackt war. Ich glaube, das war gerade so eine. Das war ein Abhacker. Abhacker. Das ist aber ganz gut, weil Janis, was Niklas gerade gesagt hat, kannst du auch ignorieren. Wellenreiten ist klasse. Niklas, dein nächstes Reiseziel geht wohin? Kapstadt wahrscheinlich. Oder Bonaire. Mal gucken. In den Semesterferien im März, Februar. Die Frage war nicht wann, sondern wohin. habe ich doch gesagt, Kapstadt oder Bonaire. Genau, reicht. Was möchtest du zu guter Letzt anderen Surfern abschließend auf den Weg geben? Anderen upcoming Freestyle Talents? Geh zum Young Guns Camp. Geh zum Young Guns Camp, wenn es noch existieren würde. Nee, was kann ich mitgeben? So ein Statement, so no risk, no fun. Ja, no risk, no fun. Hoch und weit bringt life. Sicherheit. Hoch und weit bringt Sicherheit. Life is a game, windsurfing the name. Ja, sowas. Yeah. Ja, das würde ich mitgeben, glaube ich. Alles klar. Niklas, vielen, vielen Dank, dich hier als Gast gehabt zu haben. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Jetzt bin ich Teil des Ganzen. Und jetzt aber mal ganz schnell wieder an deine Lernerei, ne? Ich muss jetzt, genau, mit dem alkoholfreien Bier. Ich muss jetzt noch an den Schreibtisch schnell eine Abgabe machen. Bis morgen ist die Deadline. Mama Nebelung, bitte weghören. Gut, Niklas, dann vielen Dank. Wir sehen uns auf dem Wasser und vielen Dank für alle Zuhörer da draußen. Wir hören uns demnächst wieder mit dem neuen Podcast nach der Boot. Und ja, bis dahin erstmal guten Wind und immer Vollgas, wa? Vollgas. Vollgas. Tschüss. Tschaußen.